Du verbietest ja natürlich dann Minecraft. Weil Anbieter, mein Test, der Anbieter Microsoft und Registrierung E-Mail ist bei mir immer gleich rotes Tuch. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ganz. Sauber sind die nicht. Nee, nicht wirklich. Na, ich habe auch noch eine eine Minecraft-Lizenz rumzuliegen. Die hatte ich mir damals, als Minecraft noch ganz neu war, gleich mal abgestaubt. Hab damals tatsächlich auch Minecraft gespielt, spiel's aber nicht mehr, weil erstens Java und extrem ineffizient und zweitens stürzt es halt unglaublich oft ab. Also im Vergleich zu Minetest, ich dachte immer, Minetest ist ein Entwickler-Game, sag ich jetzt mal, aber im Vergleich dazu ist Minecraft sowas von instabil. Ich meine, solange du es rein Vanilla laufen lässt, ist es kein Problem. Aber sobald du da 2-3 Mods drin hast, ist der nächste Absturz quasi vorprogrammiert. Und dementsprechend habe ich das schon seit Ewigkeit nicht mehr angerührt. Und ja, spiel jetzt lieber Minetest. Ist erstens schöner, zweitens gibt es da wesentlich schönere Mods. Und ja, ist halt Open Source, was mein Herz abblühen lässt. Läuft wesentlich besser, ne? Ja. Ja, ich meine, mein Test basiert auf, also ist in C geschrieben, also C++, und nutzt OpenGL. Da kannst du nicht viel falsch machen, was Effizienz angeht. Das ist halt das Schöne daran. So. Da. So, 2 Eisenspitzhacken, da grabe ich dann nochmal in meinem Tunnel ein bisschen rum und dann gehe ich aber erstmal für mich gesehen hoch und wie gesagt, räume mal das Lager ein bisschen um. Wie geht's hier weiter? Umbauen in Carpenter, Dorwa. Die Kiste, wo man sieht, was drin ist. Mhm. So. Hier bei einer schönen Ecke, überall Eisen. Okay. Ich folge dir in den Tod. Ach, in meine Höhle. Ich kämpfe mit dem Wasser da unten rum ein bisschen. Komm nur. Meine Mami hat gesagt, man soll nie zu fremden Leuten in die Auto steigen, außer sie haben leckere Lollis dabei. Boah, das klang gerade auf zweierlei Arten falsch. Ja, auch echt Nasen zeigen. Komm. Können wir bitte aufhören? Bitte. Ich habe doch noch gewisse Traumas. Spaß. Mein Onkel war immer ganz lieb zu mir. Such doch schon mal den passenden Piep raus für YouTube. Ja, meine Videos sind unbearbeitet, ne? Also, bei mir wird alles für die Ewigkeit archiviert. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass ich zu faul bin, die Videos nachzubearbeiten, aber irgendwie schon. Irgendwie schon. Gut, ich bin durchs Wasser durch, minus 400. Thomas ist unter uns, dieser kleine Cheater. Oh. Ja, jetzt bin ich auch in an Wasser gefallen und ich habe die Leiter gefunden. Ah. Ja, ja, eben, bei dem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es an Mindset Version 5 liegt oder an speziell an diesem Map-Gen, aber eben, hier gibt es extrem viele Wasserhöhlen. Also wesentlich mehr als jetzt Lava-Höhlen.
Das Problem bei Watt ist mir aber auch irgendwie ein bisschen Liebe. Ja, klar. Aber ich meine, wem ist es schon lieb, wenn man ja, einfach mal ins Lager fällt? Ja, genau. Oh, Platsch ist mit lieber als Tsch. Ja. Ich meine, wenn man eine Diamantrüstung anhat, dann hat man ja zumindest noch ein bisschen Reaktionszeit slash Spawn einzugeben oder slash Home einzugeben. Aber trotzdem ist es halt immer ein bisschen blöd, wenn du halt keine Rüstung dabei hast oder aber schon ein bisschen gedamaged bist oder ähnliches. Ja. Hat nicht jeder ein bisschen Damage? Von dem rede ich nicht. Oh, also in der Höhle hier gibt es auf jeden Fall schon viele Ressourcen schon mal. Machen wir ein bisschen Licht. Das ist draußen nicht so hell, ja, dann könnte man sogar was erkennen. Ja, na, ich persönlich arbeite mal damit, dass ich hier mit X-Gamma praktisch meinen Gamma-Wert hochregel, systemweit. Das merkt man dann auch nicht in den Aufnahmen, weil das ja, wie gesagt, dann auf die Hardware-Gamma-Korrektur zugreift, etc. Von daher kann ich mir da immer ein bisschen helfen. Ja. Aber eben, derzeit geht's noch, zum Glück. Vor allem das Schöne ist, wenn es dunkel wird, dann weiß ich, ab wann ich Fackeln setzen muss, damit auch meine Zuschauer was sehen, weil die viele Leute gucken ja mittlerweile unterwegs per Handy und die Helligkeit ist ja auch nicht so überragend, was die bieten. Von daher ist ein bisschen mehr Ausleuchten sowieso immer besser. Und man senkt damit die Monster-Spawn-Rate. Ja, auf jeden Fall. So viele Vorteile. Das muss Magie sein. Hier fällt Sand von der Decke. Also wenn's zufällig mal jemand ganz oben ist es so, der darf gut und kurz runterschicken, da muss ich nicht rumeiern und kann hier weiter Leitern bauen. Der kann was runterschicken? Holzstämme. Okay, okay. Müsste mir eigentlich vor die Füße fallen. Ja, wie gesagt, hier unten haben wir ja fast 100 Holzstämme eingelagert in den Kisten. Mal gucken, wo bist du? Achso, ist ja ganz weit unten. Ja. Mal schauen, ob wir überhaupt aufeinandertreffen, weil wir sind gerade in der Wasserhöhle. Mit schön vielen Ressourcen. Bitte Ruhe, falls jemand in die Nähe käme und zufällig daran dächte und dann im richtigen Moment das loslässt. Ist ja gut, ich komme ja schon. Sorry, Junge. So ist gut. Hat eigentlich irgendjemand also, eine Ahnung? Ansonsten werde ich aus Sicherheitsaspekt die ganze Leiter mal runtergehen, damit ihr nicht runterfallt, weil ich irgendwo Mist gebaut habe. Na, solange irgendwo nur eine Leiter oder sowas fehlt, ist ja nicht ganz so schlimm. Eben, nur Hauptsache unten, wenn man aufschlägt, sind Leitern. Das klang gerade nicht sehr gut. What the fuck? Oh, hier ist ein Dungeon Master. Okay. Ach du Kacke. Hilfe! Eisenschwert, ja. Yay, komm her. Jawohl. Ha? Hast du nicht mitgerechnet? Ne? Ich hab ein Schwert dabei. Eigentlich will Holzstämme und keine. Naja. Oh, er ist gestorben, aber die Boni ist ins Wasser gefallen. Und hier ist dunkel, ich sehe sie nicht. Schade. Na gut. Diese Wasserhöhle ist aber riesig hier.
Ja. Ja. Ich versuche sie mal auszuleuchten, aber ich glaube, das wird mir nicht allzu sehr gelingen. Weiß eigentlich irgendjemand, wofür oder was man mit diesen Pilzen machen kann, die man hier in den Höhlen findet? Also diese roten Leuchtpilze, und da gibt es ja auch noch blaue und grüne. Keine Ahnung. Genau. In meinem Radar ist ein riesiger Lavasee noch. Oh! Minus 4,50. Was ist jetzt schneller? Nee, ich fliege nach oben und hole mir das Holz und dann mache ich die andere Sache mit. Wahrscheinlich ja eben. So. 20 Eisen, 8 mal Kupfer, es geht ja schon fast. Brauche ich noch ein bisschen Zinn? Da unten ist Zinn, zumindest war da gerade Zinn. Finde ich den noch? Ja, gefunden. Da können wir auch wieder ein bisschen Kupfer machen. Bronze. Oh, sogar eine richtige Zinnader hier. Oben ist es tags, die Sonne scheint, alles ist friedlich. Echt? War schöner am Tag hochzukommen. Naja, nachts hochzukommen, da hat man wenigstens nicht diesen Blendeffekt, dass man erstmal komplett ja, nichts mehr sieht. Ach übrigens, für Leute, die Probleme haben mit hellen Räumen, also wenn es hell ist und es auf einmal dunkel wird, wollt ihr zum Beispiel nachts, wenn es dunkel ist, eine Lampe einschalten und es mit einmal so hell wird. Es gibt einen ganz geilen Trick, den habe ich persönlich gefunden. Keine Ahnung, ob das bereits bekannter Trick ist. Wenn man im Dunkeln ist und eine Lampe einschaltet, während man die Lampe einschaltet, die Augen schließen. Wenn die Lampe an ist, die Augen wieder öffnen. Und andersrum genauso, wenn es hell ist, also wegen Licht hell ist, und man dann die Lampe abschaltet, dann auch, während man die Lampe ausschaltet, die Augen schließen. Weil durch das Augen schließen und das Augen wieder öffnen, wird das Gehirn daran gezwungen, also zumindest erkläre ich es mir selbst so, wird das Auge gezwungen, sich an seine Umgebung neu zu orientieren, und dieser Blindheitseffekt tritt dann nicht so auf. Die Iris schließt, aber ich schließe meine Augen war schon vor, dem ich den Lichtschalter betätige, das nämlich geweitet und nimmt das Dunkel viel schneller wahr. Ja. Ja, genau. Quasi bevor man den Lichtschalter ausknipst oder anknipst, je nachdem, praktisch die Augen schließen und erst dann danach wieder öffnen. Genau. Also es ist doch schon ein bekannter Trick. Schade. 20 Jahre Soldat brauchte man das auch. Ja gut, okay, das ist wohl ein Argument, definitiv. Nur beim Autofahren empfehle ich das nicht zu machen. Also einmal klappt das bestimmt. Ja, wie kann man das essen? Ja, einmal sicher. Wobei die Annahme, dass man alles einmal essen kann, falsch ist, weil sobald du eins gegessen hast, was giftig ist, kannst du die anderen Sachen, die giftig sind, ja nicht mehr essen. Also es ist tatsächlich eine Frage, wie man diese Aussage auslegt. Ja, weil es sind 8 Milliarden Menschen inzwischen, können wir sicher alles ausprobieren lassen, was es so gibt. Ach, zumindest einmal. Jo. So, haben wir die Höhle jetzt hier ausgeleuchtet, oder? Na, nur am Grund des Wassers, da geht's halt leider nicht, wegen, ist halt Wasser. Aber so die Wände sehen erstmal soweit ausgeleuchtet aus, ja. Ist da alles
fertig sein, ne? Ja. Ja, ist das jetzt eine Showhöhle oder ist da auch was zu finden? War was zu finden. Ja, ja. Definitiv. Also ich habe 22 Eisen, 8 mal Kupfer und ja, insgesamt jetzt 4 mal Gold. Also eine Ausleuchtung, um den Leuten zu zeigen, hier war was. Genau. Wäret ihr eher da, hättet ihr noch was haben. Schaut mal, hier war was. Ja, jetzt ist alles weg. Die Kohle ist noch da, weil ich glaube, das ist nicht so ganz... Dann mach doch bitte mit den Tafel hin. Also wenn du nicht Zeit verlieren willst, lass es. Na, ich persönlich mache, wenn ich irgendwo in Höhlen gehe, die ausgeleuchtet sind bereits, dann lass ich sowieso mal gleich die Finger weg, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die bereits dann ausgenockt ist. Ich habe viele Spieler erlebt, die nehmen nur Diamanten, Mese und den Rest lassen sie liegen. Da wirst du immer noch reich von dem Zeug, was rumliegt. Ich hatte sogar mal, das war glaube ich sogar auf einen von meinen Servern, da hatte ich damals Vanilla, glaube ich, aufgenommen. Und ja, da war es genauso, da war eine Höhle bereits komplett ausgeleuchtet, aber es war nichts abgebaut. Die gesamte Höhle war noch so, wie sie halt original ist, mit allen Ressourcen, sogar Diamanten waren noch drin, glaube ich, aber die war halt schon komplett ausgeleuchtet. Wo ich mir frage, ist da gerade in dem Moment... Das mache ich auch für meine Tochter. Ja gut, okay. Ja, na klar, wenn man so Gruppen-Let's Play macht oder so mit mehr, dann ist das natürlich schon vorteilhaft. Wenn einer ausleuchtet und einer baut dann ab und so, ist man definitiv schneller. Aber ist natürlich blöd, wenn man alles ausleuchtet und dann den Server verlässt und dann halt der Nächste kommt, in dem Fall ich, und dann alles abbaut. Arbeitsteilung. Einer leuchtet, einer baut ab, einer sichert. So, an die Höhlendecke kommen wir nicht ran. Wie cool ist das? Dann auch. Ah. Okay, wenn es jetzt ausgeleuchtet, an die Decke kommen wir nicht ran, weil es zu hoch. An den Boden kommen wir nicht ran, weil da ist Wasser. Also würde ich mal sagen, die Höhle ist soweit abgeschlossen. Ich für meinen Teil gehe dann jetzt an die Oberfläche und werde dann jetzt das Lager mittels Dwarven umbauen. Irgendwelche Einwände dagegen? Fragezeichen. Nö. Okidoki. Bleib mal beim Basislager und mach mal so ein bisschen. Nimm uns nicht alle Ohren weg. Nein. Habt ihr beide eine Iron Chest Armor jetzt? Ich habe tatsächlich das mit eine schicke Holzrüstung. Das Mineral dafür hätte ich. Müssen wir da nicht sonst eine machen, weil bei den tiefen Gängen ist das nicht unwahrscheinlich, dass ich wie euch mal auf dem DM treffe und ich will da nicht ungeschützt da meine Kleidung verbrennen. Ja, ist schon richtig. Oder so wie ich, der erstmal einen Dungeon Master in die Finger in die Arme läuft. In solchen Momenten ist Rüstung ganz gut. Ja. Ohne Sicherung muss man sich selbst schützen. Armor. Ja. Rüstung, genau. Wir sind ja deutsch heute. Aber nur heute. Also ich halte mal an dem Ziel fest, mich auf unter das 1000 zu arbeiten, oder wie wollen wir das regeln? Das wäre zumindest ein vorteilhaft, weil wie gesagt, ab minus 1000 geht glaube ich sowieso erst das mit den Diamanten los. Von daher wäre es ja gut, wenn sich einer bis so weit runter baut, dann haben wir da hoffentlich dann auch bald Diamanten. Ja, genau. Ich habe so ein Gefühl, ich muss mal neu starten, es eiert bei mir. Das leckt hier aber auch.
Okay. Ja, bis gleich im Spiel nochmal. Jo. Und wieder drin. Yay, willkommen zurück. Oh ja, das hat sich gelohnt. Gut, dann... Ich verstehe nur immer nicht, warum das immer nach einem Neustart dann weg ist. Das wäre ja quasi so, wie als wenn sich quasi das Leck aufstaut. Das macht aber technisch gesehen überhaupt keinen Sinn. Also irgendwie verstehe ich das auch mal nicht, woher das du, kommt. Du, das hast nicht nur du, das passiert mir auch auf Pandora-Box regelmäßig. Dann trifft es aber alle so heftig, dass der Server sogar von selber her merkt, da stimmt was nicht und macht einen Reboot. Lol. Also wahrscheinlich doch eher direkt ein Bug in der Mindtest-Engine. Ja, bei mir hat noch niemand darüber geklagt. Obwohl ich habe auch regelmäßig meine 10 Leute teilweise drin oder mal... Jetzt hatte ich am Samstag 22 voll und da lag man immer noch unter 3 und keiner hat deswegen gemeckert. Na, mir ist auch aufgefallen, wie gesagt, ich habe meine Server direkt neben mir, von daher sehe ich ja immer dank dem Monitor direkt, was da abgeht in Echtzeit. Und mir ist aufgefallen, wenn ein Spieler anfängt zu laggen, also jetzt nicht von mir aus, sondern von sich aus, dann sendet mein Test immer mehr Daten an den Spieler, so frei nach dem Motto, er hat schon länger was nicht mitbekommen, also muss ich ihm mehr Updates senden. Und das bremst dann den ganzen Server so sehr aus, dass dann halt auch bei den anderen dann Lags auftreten, weswegen er an die auch versucht, mehr Daten zu senden und sich damit quasi selber killt. Deswegen habe ich bei mir beim Besucher so einen Hinweis, wer einen Ping über 200 hat, bitte nicht spielen, denn das ist der Grund dafür. Ab so 280, 300, glaube ich, passiert das. Muss ich mal gucken, dass ich, ob man sowas in der Config einstellen kann, dass dann Spieler ab einem gewissen Ping automatisch gekickt werden. Ich meine, 200, ja, kann man so als Richtwert benutzen, zur Not, dass man sagt, ab einem Ping von spätestens 500 fliegst du halt einfach raus. Ab 200 wird gewarnt und dann ab 500 fliegst du raus. Ich hatte ja deswegen ja diese Weltkarte mit den Servern mal erstellt, aber leider auf dem Service, der dann danach Geld will, damit die Leute vielleicht eher kapiert hätten, dass der Server ja nicht bei ihnen zu Hause steht. Aber für die jungen Leute heute ist Internet einfach direkt nebenan. Aber die wissen gar nicht, was das bedeutet für die Datenpakete. Ja, eben. Das finde ich sowieso schade, dass eben die heutige Generation, die heute groß wird, ich meine, ich persönlich, ich bin ja mit den ganzen Sachen noch groß geworden. Ich weiß, wie viele Sachen intern funktionieren. Gerade jetzt so Sachen, wie funktioniert halt ein Prozessor, was ist in einem Smartphone überhaupt drin, wie arbeitet das alles miteinander, sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig. Aber die Generation, die jetzt so quasi groß wird, die wird Smartphones quasi nur noch als Blackbox kennenlernen. Die können gar nicht mehr verstehen, was da drin eigentlich alles abgeht. Richtig, das Internet ist einfach vor der Haustür. Strom kommt aus der Steckdose, wozu Atomkraftwerke? Ja. Aber deine Generation, weißt du eigentlich noch den groben Aufbau eines Motors und die Kernfunktionen? Eines Motors? Auto. Na, von einem Auto ja. Ja, ich meine, das ist ja auch schon was heutzutage mit den etwas älteren Generationen ist. Die haben überhaupt keine Ahnung mehr, wie ein Auto an sich zusammengesetzt ist. Ja. Oder wie war der coole Spruch aus Berlin? Ja, die Milch kommt aus der Kühltruhe. Kühe? Ja, so kann man das durchaus zusammenfassen. Nee, das ist Wahrheit. Ich war ja nach der Wende im Osten drüben als Soldat, um die ehemaligen NVA-Soldaten auszubilden. Und ich habe viele Berliner Leipziger da gehabt und manchmal habe ich echt gesagt, das kann nicht wahr sein. Nice. Das war vor der Jahrtausendwende. Halleluja. Oh, ich habe ein Wort bekommen. Ah, Schatzmeister. Von meinem Kistenboot ist mein Schatzmeister? Also ich lagere da Steine drin. Okay, ich bin wieder unten am Schachtgrund arbeiten. Okay, okay.
Wow. Bei mir wird draußen gerade was Gemeingefährliches gemacht. Ja, man hört's. Ich glaube, ich muss das Fenster bei mir schließen. Aufnahme ist sowieso vorbei, dann mache ich mal gerade kurz Break und schließe bei mir das Fenster. Boah, Alter. Hört sich nach einer Vespa an. Na, das klingt so, wie als wenn jemand versucht, so eine Plastetonne durchzusägen. Na gut, in dem Sinne, für meine Zuschauer, schau mit V, bis gleich. So rum.